kennt hier eigentlich The Lost Vikings oder Vikings, wie auch immer man das aussprechen mag. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Kennt ihr eigentlich Spielhaus meiner Kindheit? Heute mit den lustigen drei Wikingern, die eine schöne, traurige, abenteuerliche Geschichte haben. Ja, das ist eine Vorschau, die ich jetzt gar nicht zeigen wollte. Ich habe mir schon gefragt, was da so lange lädt. Gut, wir steigen einfach mal direkt ins Spiel ein. Und würde sagen, ich lasse ein bisschen die Story laufen, damit ihr ungefähr wisst, was abgeht. Ja, da kommt halt eine Vorstellung. Mein Name ist Erik, der The Swift. Ich weiß es nicht. Und der Text scrollt von alleine, deswegen kann ich das jetzt, während ich hier erkläre, nicht so vorlesen. Ihr könnt ja, wenn ihr des Englischen mächtig seid, selbst mal lesen. Und das ist so die Vorstellung der Wikinger. Die begeben sich auf die Reise aus ihrem Dorf, um zu jagen, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Das ist Olaf mit seinem Schild. Auch er verlässt das Dorf. Genau, er kann alles blocken mit seinem Schild. Das ist halt, jeder Wikinger hat seine eigene Fähigkeit und wir haben die Kontrolle über jeden einzelnen der Wikinger. Das ist Baliok und er hat ein Schwert und einen Bogen. Und ist ein bisschen der muskulösere von allen. Gut. Das ist soweit die Einleitung des Spiels selbst. Und ich drücke das einfach mal weg. Diese drei Wikinger werden nämlich entführt. Und sind auf einmal in einem Raumschiff. Ja. Warum? Wissen sie selber nicht. Die drei sind jetzt auf jeden Fall in diesem Raumschiff und wollen natürlich auch wieder zurück in ihr Dorf. Denn die haben hier nichts zu suchen. Was haben Wikinger im Weltall zu suchen? Und mit Hilfe dieser drei Fähigkeiten, dieser hier kann zum Beispiel springen. Aua, oh, das ist dumm, dass ich hier hochgegangen bin. Ich muss auch gar nicht hier hoch mit dem. Wir haben auch nur drei Hits pro Wikinger und wenn dieser tot ist, können wir das Level teilweise nicht mehr beenden. Mit den Schultertasten können wir die Wikinger durchwechseln. Er hier hat den Bogen und hat ein Schwert. Er kann das Schild hoch und runter machen und wenn er runterfällt mit dem Schild, kann er so schweben. Ich lasse mich jetzt hier hitten. Mehr kann er hier nicht. Er ist eigentlich nur zum Blocken und kann seinen Fall halt abbremsen mit diesem Schild als Fallschirm. Jetzt habe ich vorgespult. Achso, ich spule. Oh, das ist gleichzeitig meine Vorspultaste. Das ist nicht so praktisch. Naja. Er hat ein Schwert und Bogen und ich wollte eigentlich auf ihn mal nochmal wechseln, weil er kann so mit seinem Kopf gegen Wände rennen und springen, wie gesagt. Das ist aber doof, dass es jetzt meine Sprungtaste ist. Naja, werde ich jetzt in dieser Aufnahme jetzt mal durch müssen. Ich werde das Spiel nicht allzu lang spielen und was machen wir hier? Ich weiß nicht. Haltet ihr einfach mal die Schnauze und folgt mir? Genau, die wissen alle nicht, was abgeht. So, und das Spiel habe ich früher gerne gespielt. Es ist eine Art Rätselspiel. Wir kriegen nach jedem Level auch ein Passwort. Jetzt müsste ich gucken, was hier abgeht. Den Knopf können wir drücken. Ich weiß noch nicht mehr wie. So, mit der Taste. Hallo. Boah, du siehst schrecklich aus. Was bist du? Nein, du siehst schrecklich glücklich aus. Was bist du? Das ist Aftik und fragt uns, ob wir der Hausmeister sind. Wir wollen eigentlich nur wissen, wie wir hier rauskommen und genau, wir sollen Bomben finden, um irgendwas in die Luft zu sprengen. Das ist halt, keiner weiß eigentlich, was hier abgeht. Ich habe das Spiel, glaube ich, auch noch nie durchgespielt. Das ist nicht so geil, dass ich das mit dem... Kann ich nicht anders wechseln? Mit Select kann ich die Items oben nehmen. Das ist Heilung. Ist ein bisschen doof, dass er jetzt zwei hat. Ist auch ein bisschen doof, dass meine Vorspultaste, wie gesagt, da drauf ist. Naja. Gut, dann hauen wir mit Baliok mal hier das Vieh kaputt. Nur er kann die Dinger besiegen. Kommt hier noch was? Nee. Ah, gut. Du kriegst jetzt so eine komische Chili oder was das sein soll. Dann gehen wir mal hier hoch. Und ich würde sagen, ich spiele das Spiel jetzt ein bisschen, dann könnt ihr einen Eindruck davon... Oh, und er kann mit den Pfeilen Knöpfe drücken. Das ist auch so eine gute Fähigkeit von ihm. So, jetzt kriegt er die Bomben mal mit. Und ich glaube, mehr brauchen wir in diesem Level schon nicht. Das fängt jetzt alles nach und nach an. Man wird langsam an das Spiel rangeführt. Ich stelle ihn mal hier drauf. Drücke die Schultertaste so kurz wie möglich, damit ich hier nicht vorspule. Das kann, glaube ich, später in manchen Spielsituationen zum Nachteil werden, wenn das meine Vorspultaste ist. Aber naja. Gut. Ui, bam. So, dann fahren wir mal runter. Hier kommen wir noch nicht weiter, also fahren wir weiter. Hier kann Baliok mit seinem Bogen den Schalter drücken.
Also wird er hier schon mal zum ersten Mal nützlich. Und den Computer sollen wir in die Luft sprengen. Wie nutze ich diesen? Ah, so. Boom. Oh, Stromausfall. Crotonian Security. Ja, das Sicherheitsteam dieses Schiffes wird nach uns schauen wollen. Oder wird uns suchen, weil wir jetzt den Computer kaputt gemacht haben. Aber jetzt kommen wir hier oben durch. Ich habe das Spiel schon ewig. Ich habe das echt gerne gespielt. Es gibt auch noch einen zweiten Teil. Aber zu dem werde ich... Oh, nein. Verdammt, jetzt habe ich die Bombe gelegt. Nein. Das war dumm. Kannst du den Schalter drücken? Ah, das geht auch. So, und dieses Feld lässt uns nach oben schweben. Dann wollen wir den mal hier mit zwei Pfeilen... Ach, nur ein Pfeil sogar. Kaputt machen. Ah, jetzt brauchen wir Olaf. Oh nein, 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 nein. Oh fuck. Oh fuck, jetzt ist er tot. Shit. Jetzt kann ich das Level, glaube ich, nicht mehr beenden. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Weil manchmal kann man das Level dann wirklich nicht mehr beenden. So, den stellen wir mal hier vor. Dann holen wir mal ihn. Oh Gott, spring da nicht runter. Fallschaden bekommen wir also auch, habt ihr gerade gesehen. Wenn wir zu tief fallen, sterben wir leider auch. Also muss man da schon auch ein bisschen aufpassen. Ah, okay. Schieß und lass mich hier weg. So, und jetzt musst du schießen und ich will dich hier hinstellen. Gut. Bisschen gucken. Das ist auch wieder eine Kanone. Das wird jetzt lustig, jetzt muss ich hier mal zwischendurch zurückgucken. Ah, nee, doch nicht, das reicht. So, oh kacke, das wird nix. Ich brauche da unten den... Ah, brauche ich doch nicht. Ich kann über ihn drüber springen. Hui. Das ist schön, aber ich habe trotzdem ein Problem. Er wird da nicht durchkommen. Ja, wie mache ich das jetzt? Mal gucken, ob das geht. Oh, der schießt... Oh Gott, jetzt habe ich ihn... Jetzt habe ich ihn... Oh, okay, gehen wir so da durch. Oh doch, wir können es schaffen. Ah, perfekt. Gut. Super. Haben wir es doch noch ohne Baljock geschafft. Und er kommt jetzt, glaube ich, zurück. Genau. Muss ich das Level jetzt nochmal machen, wenn nicht alle drei... Ja. Also, wenn nicht alle drei im Ziel sind, müssen wir das Level nochmal machen. Na toll. Ich dachte, das geht vielleicht trotzdem. Aber naja. Dann machen wir das halt eben nochmal. Brauchen wir hier ihn. Achso, das war die Frucht war für Olaf. Die Früchte haben also auch eine Daseinsberechtigung, ihr Charakter. Weil nur Olaf an diese schwebende Frucht da oben dran kommt. Na toll. Hi du. Mal weg. Dann machen wir das Level eben noch schnell, oder? Ich habe jetzt 8 Minuten. Dieses Spiel gehört mehr Ehre gezeigt. Dass ich die Frucht da nicht kriege, ist jetzt... Also ich kriege sie, aber ich möchte Olaf nicht noch eine Frucht geben. Viel zu verwöhnt dann. Außerdem resetten sich die Früchte. Naja. Ach komm, holen wir die Frucht, damit wir sie haben. Kriegt eh kein anderer. Hep. So. Er schwebt auch so ein bisschen. Er kann übelst weit springen. Und er erinnert mich immer ein bisschen an Asterix, ich weiß nicht. So eine Mischung aus Asterix und Obelix. So. Einmal nochmal runter. Dann machen wir das jetzt nochmal richtig. Weiß ich ja, wie das Level funktioniert. Dim, 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 dim. Die Musik ist auch sehr fetzig, auch wenn sie sich stark wiederholt. Ja, ich weiß, ich möchte jetzt einfach nur diese Frucht haben und abhauen. So. Dann möchte ich die alle drei schon mal hier hinstellen. Supi. Oh nein! Oh Gott. Okay, er kann das ab. Er kann das ab. So, einmal hoch. Einmal auf... Nein. Fuck. Die können auch Schaden bekommen, wenn wir sie nicht kontrollieren. Das heißt, wenn die schlecht stehen, sterben die euch einfach unter die Füße weg. Das ist nicht so geil. So, jetzt kam der Turm, ne? Der hier einfach so ballert. Genau, jetzt machen wir das einmal richtig. Einmal vollkommen korrekt. Beim dritten Level gibt es, glaube ich, noch eine Neuerung, wo Olaf wichtig wird. Die möchte ich auch nochmal gerne zeigen. Olaf? Ja, Olaf ist der Rote, ne? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall der Rothaarige. Mein Gott, ist
eh komisch, dass da zwei Blonde und ein Rothaariger sind. Warum haben die nicht einfach alle andere Haarfarben? Naja. Gut. Vielleicht sind die Blonden auch Brüder, man weiß es nicht. Okay. Okay, da brauche ich das Schwert oder den Bogen, je nachdem. Am liebsten den Bogen, weil dann kann man schön aus der Distanz angreifen. Perfekt. Gab es hier noch was? Nein, okay. Jetzt du? Wechseln. Super. Und los. Perfekt. Hätten wir das Level auch geschafft. Es gibt wirklich nur als Ziel, dass alle drei ankommen. Und immer am Ende des Levels kriegen wir noch ein Stück Story erzählt von oder was deren Gedankengänge. Und natürlich kriegen wir nach jedem Level ein Passwort. Kann ich? Ja, kann ich. Falls mich da jetzt was überraschen sollte, dachte ich. Gut, hier müssen wir mit der Rennattacke gegenrennen. Dann geht die Wand kaputt. Er hat ein bisschen Schädeltrauma, aber das ist egal. Wir brauchen den Bogen wieder. Es wird auch immer komplexer. Man muss hier auch schon teilweise dann... Was ist hier? Das ist ein Teleport. Gucken, wo der uns hinbringt. Okay, hier fängt das schon mit Schlüsseln an. Hier brauchen wir jetzt Schlüssel. Allerdings kann da nur einer runter. Und zwar unser Schildmensch. Denn er kann schweben. So, teleportiere dich einmal. Das Spiel kam übrigens für den Super Nintendo raus. Falls sich das jetzt einer fragen sollte. Ich weiß gar nicht, kann... Ah, so. Jetzt kann ich damit wieder hoch. Perfekt. Damit hätten wir dann den Schlüssel auch. Einmal ein Schild nehmen. Okay. Hier ist nichts Besonderes. Das ist schon mal schön. Ich drücke mal die falsche Taste, deswegen macht man Deader. So. Einmal mit dem Bogen schießen. Kommt hier ein Alien? Ne, hier muss ich wieder gegen die... Oh. Da habe ich vorgespult. Das ist das Problem. Ich darf nicht zu lange gegen diese Taste drücken. Ich weiß auch gar nicht, warum das meine Vorspultaste ist. Das habe ich eigentlich nicht so eingestellt. Naja, setzen es halt. Da ist ein gelber Schlüssel. Hui! Was kommt hier? Türme? Nee. Noch nicht. Noch nicht. Oh, jetzt habe ich Mist gebaut. Ich muss mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren, weil der geht nicht von alleine wieder hoch. Jetzt habe ich vorgespult. Das war aber gar nicht so verkehrt. Ich will gar nicht vorspulen, Mann. Das ist doch schrecklich. So, jetzt können wir runter. An den Schlüssel kommt zum Beispiel nur unser leichtfüßiger Freund dran. Oder auch nicht. Doch, Moment. Haha, noch eine Sache, die wir ausnutzen können. Wir können den Schild hier hoch machen. Und dann können wir da hochspringen. Und dieser Roboter schießt nach uns. Das sollten wir nicht so... So, jetzt habe ich diese Attacke. Ich glaube, die sprengt alles im Raum in der Luft. Oh, ein Geheimgang. Gibt es manchmal auch. Ich weiß nur nicht. Ich weiß nur nicht, ob man hier irgendwie weiterkommt. Den habe ich mal gefunden. Hep, ich möchte nicht unbedingt, aber hier so runterfallen. So. Geh mal vor, Schildmann. Aha. Ja, er bleibt vor mir stehen. Das ist schon mal gut. Dann kann ich ihn nämlich mit dem Bogen kaputt machen. Oh, da sind zwei. Ist natürlich nicht so geil. Aber ich kann die ja blockieren mit dem Schild. Habt ihr ja gerade gesehen. So, den holen wir dann schon mal hier hin. Gut. Und dann einmal mit dem Bogen. Peng, peng. Und damit wäre das Level auch geschafft. Huch. Mein Gott, diese Vorspultaste. Ach, damit hätten wir dann noch 15 Minuten geschafft. Das war Lost Vikings, Ich weiß nicht, wie man es gerade ausspricht. Ich wollte das eigentlich mal nachgeschaut haben. Ja, und das geht jetzt immer so weiter. Und wir müssen immer die Fähigkeiten der Wikinger ausnutzen, um weiterzukommen. Ein schönes Spiel von Interplay damals. Ich glaube, Interplay gibt es gar nicht mehr. Gibt es Interplay noch? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich werde jetzt noch ein bisschen hier das Level zeigen. Hier zum Beispiel müssen wir rüberspringen. Das kann ja auch nur unser Wikinger-Kumpel. Oh Gott. Oh Gott. Das war knapp. Könnte ich jetzt theoretisch schon zum Ziel? Ha. Teleportiere dich, bevor das Alien kommt.
Oh Gott. Ja, ich zeig das mal hier, was hier noch so auf einen wartet. Hier muss man dann, wie gesagt, auch... Oh Gott, da oben sind zum Beispiel Schockdinger. Ja, der ist tot. Gut, und dann werde ich ihn jetzt auch mal umbringen. Oh, das geht gar nicht von hier, von der Höhe. Komm, töte mich. Guck mal, man kann durch die durchlaufen, das sehe ich ja jetzt erst. Erst wenn die schießen, machen die einen Schaden. Und dann zeige ich einmal hier dieses Whee! Damit hätte ich dann alle Grundfunktionen gezeigt. Mehr können unsere... Man kann durch die durchrennen. Das ist ja cool. Okay, wenn ich so mache, dann schießt er erst. Mit dem Schild schießt er gar nicht erst. Komm, töte ihn auch, damit er bei seinen Freunden ist. Und damit verabschiede ich mich dann aus diesem Kennt ihr eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch das Spiel mal an. Vielleicht gefällt es euch, ja? Es ist eine Art, man kann es schon Puzzle-Platformer nennen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, mehr wollte ich nicht. Bis dann. Tschüss.